Ich habe mir wieder seit langem die komplette erste Staffel von SpongeBob angeguckt und dabei gemerkt, wie unlogisch diese ist. Und weil ich das Ganze mit euch teilen möchte, zeige ich euch alle unlogischen Dinge bzw. alle Fehler aus der ersten SpongeBob-Staffel. Zumindest die, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber das kann einem eben passieren, wenn noch nur eine Person die Folgen guckt. Naja. Falls ihr mehr von diesem Format sehen wollt, liked das Video und abonniert auch den Kanal für allgemein mehr Cartoon-Content. Und ansonsten beginnen wir mit diesem Video hier. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zuerst das Offensichtlichste. SpongeBob wohnt in einer Ananas. Ein Schwamm wohnt in einer Ananas. Genau. Genau. Dieser Wecker ist einfach viel zu laut. Boah. Alter, Thaddäus steht bestimmt schon längst vor der Tür, um ihn dafür fertig zu machen. Ich kann ihn da aber auch echt gut verstehen. Ich würde auch komplett durchdrehen, wenn mein Nachbar so einen lauten Wecker hätte, der jeden Tag um 8 Uhr so abgeht. Das ist doch nicht normal. Als ob SpongeBob diese Kuscheltier als Hantel nicht hochbekommt. Selbst ein verdammter Pfannenwender, den er für die Arbeit benutzt, wiegt doch safe mehr. Ist nicht genau gegenüber der Abfalleimer? Warum ist hier eine Straße? Wo ist die Tür zu Mr. Krabs Büro? Die ist einfach despawned. Warum tritt SpongeBob auf die Zutaten mit seinen wahrscheinlich dreckigen Schuhen drauf? Die armen Fische, die ganz normale Krabbenburger essen wollen. Kein Wunder, dass man die danach gefühlt nie wieder in der Sendung gesehen hat. Und sowieso, wie kann man unter Wasser elektrische Geräte benutzen? Die wären normalerweise schon längst kaputt. Fandet ihr es auch komisch, dass nach der Aus-ist-gesucht-Folge diese Folge hier kam, wo sie nicht mal einen Satz gesagt haben? Ich dachte früher mal, das wäre die erste Folge gewesen, aber nein. Sie gehört quasi zur ersten Folge dazu. Ja, aber kommt erst nach der Aufsichtsfolge. Ist jetzt nicht unlogisch, aber warum? Hä? Wo sind Thaddäus Ohren? Okay, Leute, ich habe gerade gegoogelt. ein Tintenfisch hat tatsächlich nach außen verschlossene Ohren. Ja, das wusste ich nicht. Woher kommt dieser Reißverschluss her? Der spawnt einfach random. Warum spawnen oder despawnen random die Sachen? Und vor allem, warum zieht SpongeBob diese Startschnur so lange, obwohl er eh schon fertig mit dem Aufräumen seines Grundstücks ist? Er hätte das doch einfach nur entsorgen müssen. Das, was in SpongeBobs Lautgebläse drin ist, an Wasser, ist nicht das ganze Wasser von Bikini Bottom. Das kann mir keiner erzählen. Was ist das denn für eine Karte? Nach dieser Karte muss SpongeBob von da ja nur 10 Schritte laufen, um bei Sandy zu sein. Von seiner Ananas aus, wenn er jetzt zu Hause wäre, wüsste er nicht mal mehr, wo er überhaupt hin soll, um am Ende bei ihr zu sein. Denn diese Karte geht ja nur ab dem Punkt los, wo er gerade steht. Vor allem zeigt diese Markierung nicht mal zum Eingang von Sandys Haus, sondern irgendwie ganz random zur Seite. Die Kuppel ist aus extra hartem Polyethylen, so sagen Experten zu Plastik. Seit wann ist die Kuppel von Sandy aus Plastik? Die ist doch aus Glas. Junge, was ist Patrick für ein Stalker, dass er einfach hinter Sandys Kuppel ist und sich das Geschehen anschaut? Und nicht nur das. Später bricht er auch noch in die Kuppel von Sandy ein. WTF? Ich meine, okay, er will SpongeBob helfen, aber trotzdem bricht man nicht einfach so in das Haus anderer ein. Und auf dem linken Fuß landen, nur nicht vergessen. Interessant, dass SpongeBob eine Links-Rechts-Schwäche hat. Er sagt, dass man auf den linken Fuß landen soll bei der Technik mit den Seifenblasen und landet dabei auf den rechten. Ah ja, und sowieso. Man kann unter Wasser zwar Seifenblasen erstellen, aber diese lassen sich unter Wasser nicht so formen, oder? Also Enten oder wie auch später gezeigt, Elefanten dürften doch eigentlich nicht funktionieren. Ach ja, und was ebenfalls unter Wasser nicht möglich ist, ist, dass Thaddäus Klarinette spielt. Das würde sich nie im Leben so gut anhören. Also, Retalk, weil das Ding wäre ja komplett mit Wasser gefüllt. Ja? Das hört sich dann eigentlich anders an. Wo ist jetzt SpongeBobs Haus? Okay, Lagerfeuer unter Wasser geht ja mal gar nicht. Der Typ steht damit auch am Strand, wo sowieso niemand auf die Idee kommt, ein Lagerfeuer anzumachen. WTF? Der grillt sich da ganz easy seine Marshmallows. Na klar, Junge, das geht nicht, mein Mann. Das Lagerfeuer kann so nicht existieren, Junge. Und nicht nur, dass man hier keine Sandgitarre spielen kann. Sand unter Wasser ist ja auch allgemein nicht möglich. Diese Gitarre würde direkt nass werden, beziehungsweise kaputt gehen und der Sand könnte so nicht existieren. Aber hey, by the way, der Riss in der Hose-Song ist ein absoluter Banger. Wie zum Geier kann zum einen Thaddäus unter Wasser Fahrrad fahren? Vor allem hat dieses nicht mal richtige Räder, sondern stecken da irgendwelche komischen Stäbe drinne. Und das Fahrrad hat keine Bremse, kein Licht, nichts. Zum anderen, wie ergab sich aus dem Sturz dieser großen Klippe so eine gewaltige Explosion? Dass er sich auch alles Mögliche gebrochen hat? Joa, wahrscheinlich wäre er nicht mehr am Leben. Aber diese Explosion allgemein kann ja auch nicht passieren. Und zum dritten, rammt Patrick Thaddäus das Quallenfischernetz ja in die linke Hand, wie wir es hier erkennen können.
Aber einige Sekunden später steckt das Netz dann plötzlich in der anderen Hand. Also das Fahrrad macht keinen Sinn, der Sturz mit dieser Explosion macht keinen Sinn, beziehungsweise nur die Explosion. Und auch dieser schnelle Wechsel von der einen Hand zur anderen, wo es genauso ausschaut wie zuvor, macht ebenfalls keinen Sinn. Und hier ist erneut der Abfall immer ganz woanders. Dass Gebäude woanders sind und oder auch der Fakt, dass Feuer unter Wasser scheinbar doch möglich sind, wird man nicht nur ein- bis zweimal sehen. Ständig hat man Feuer in den SpongeBob-Folgen gesehen oder die Gebäude allgemein, nicht nur der Abfalleimer, stehen in jeder Folge woanders oder irgendwas ist verschoben. Wo verstaut Plankton seine Schallplattenspieler und seine anderen Geräte? Er hat zwar Taschen, wie auch immer das gehen soll, keine Ahnung, aber da passt nie im Leben alles da rein. Schon gar nicht diese Karte. Sagt man, ist Thaddeus Schlafzimmer nicht im ersten Stock? Okay, selbst wenn das in den ersten Folgen anders war. Thaddeus Haus hat keine Ecken. Sein Haus ist quasi ein Kreis, warum sieht man hier dann Ecken? Wie können SpongeBob, Patrick und Co. unter Wasser duschen oder baden? Alter, Patrick ist ja echt ein Stalker. Der tritt in der Nacht einfach in SpongeBobs Kleiderschrank, WTF? Er holt SpongeBob einfach mitten in der Nacht per Walkie-Talkie an, natürlich, klar. WTF? Aber erstaunlich, dass Patrick SpongeBob in der einen Folge helfen konnte, Mrs. Pars Parcours in der Bootsfahrschule zu meistern. Denn da hatte er noch keinen eigenen Führerschein gehabt. Mit einem Walkie-Talkie und einem riesen Fernguckrohr konnte SpongeBob ganz genau sagen, wie er zu fahren hat. Selbst wenn er sich was zu essen zubereitet hat. Der Typ ist echt dumm und schlau zugleich. SpongeBob hat ausgeparkt. Und die sind was weiß ich wie viele Kilometer rückwärts gefahren. Und dabei waren sie die ganze Zeit nicht mal angeschnallt. Aha. Na, SpongeBob, hätte das ein Polizist oder Mrs. Puff gesehen, dann wär's gewesen mit dem Führerschein. Wobei sind wir mal ehrlich, er bekommt ihn eh nie. Naja, wir können sie immer noch zu Fuß ausliefern. Warum hat man das nicht sofort gemacht? Thaddeus meint doch, das Haus wäre gleich um die Ecke. Das hat man sogar am Ende der Folge gesehen. Man hätte nicht mal mit dem Boot fahren müssen. Woher hat SpongeBob diesen Hut auf einmal her? Man kann nicht mit einem Felsen fahren. By the way, nochmal eine Frage, die mir jetzt erst aufgefallen ist. Gary miaut ja, ne? Seit wann miaut eine Schnecke? Eine Schnecke kann nicht miauen. Ich meine, gut, natürlich muss Gary ja auch irgendwie mit SpongeBob etc. kommunizieren können, aber warum entschied man sich hier ausgerechnet für ein Miauen? In der Szene greifen SpongeBob und Patrick nach Donuts, weil sie nicht so wie Meerjungfrumann und Blaubeerspubberinge haben. Und sie wollen ihren beiden Helden nachahmen. Und man sieht hier, dass Patrick sich den hellen Donut aus der Box nimmt. Doch zwei Sekunden später hat er doch den Schokodonut in der Hand. I mean, ja, Donuts sind lecker und so, aber nie und nimmer kann man so schnell einen Donut verdrücken. Selbst Patrick kann das nicht. Er scheint so, als wäre nicht nur Patrick, sondern auch SpongeBob ein Stalker. Der ist ja ein Riesenfan von Meerjungfrumann und Blaubeerspube, genauso wie Patrick, aber muss man den beiden dann, nachdem man absolviert wurde, noch weiter auf den Geist gehen und sie in ihrem Altersheim belästigen? In dieser Szene sieht man, wie Meerjungfrumann und Blaubeerspube gegeneinander Dame spielen. Oder Schach, oder wie heißt das Game? Na egal. Man sieht hier eindeutig drei schwarze Figuren. Als dann aber Meerjungfrumann kurz ans Telefon geht und sich wieder hinsetzt, sind es nun fünf schwarze Figuren. Woher kommen diese zwei Steine her? Ich meine, Blaubeerspube kann es ja nicht sein. Der ist ja mit aufgestanden, als das Telefon klingelte. Das wäre ja auch für ihn nicht so vom Vorteil, wenn er seinem Gegner quasi mehr Steine gibt und ihm genauso viel lässt wie davor. Also, er würde ja offensichtlich verlieren, das macht ja gar keinen Sinn. Woher kommen dann aber die Steine? Als auch SpongeBob wegen zwei vergessenen Gürkchen auf einem Crumb-Burger nicht mehr weiß, wie man diesen zubereitet. Oder noch krasser, als ob er deswegen nicht mehr weiß, wo er wohnt. Geschweige denn nicht mehr weiß, wie man in einem Bett schläft oder den Wecker ausstellt. Selbst wenn du mal einen Hänger hast und nicht weißt, wie man so einen Burger zubereitet. Ich denke, Mr. Krabs wüsste es und den kann man ja fragen. SpongeBob ist die Aufsichtsperson der Schule. Er hat quasi nur die Aufgabe, in den Pausen dafür zu sorgen, dass alles glatt läuft. Und er tut einfach so, als wäre er der neue Angestellte bei der Polizei. Es wird vor allem immer schlimmer und schlimmer. Ich meine, in der einen Sequenz begeht er selbst einfach mal Hausfriedensbruch, WTF? Hier sieht man die Polizei langfahren, die ein Boot mit einer blauen Bemalung haben. Ein paar Sekunden später aber ist von der Farbe blau nicht mehr die Rede. Da ist die Tür dann weiß. SpongeBob, ich sehe ihn. Wo ist der Patrick? An der Kreuzung Korallenallee, Ecke Schneckenstraße. Ich weiß nicht, ob Patrick zum Augenarzt gehen sollte, aber SpongeBob steht garantiert nicht an einer Kreuzung. Das ist eine gerade Straße. Thaddeus hat hier beim Klarinettenspielen seinen Schlafanzug an. Aber ein paar Sekunden später, nachdem SpongeBob ihn bittet, besser zu spielen, hat er sein normales Shirt an. Wie geht das? Thaddeus wird von den Quallen gestochen und hat instant Stiche in seinen gesamten Körper. SpongeBob wurde vorher gestochen und hat gar nichts. Wie ist das möglich? Gibt es bei Schwämmen sowas wie Stiche überhaupt? SpongeBob und Patrick starten eine Rakete und diese fängt an, Rauch abzustoßen. Dieser gelangt ja sogar in Sandys Zimmer, obwohl es nicht möglich ist. Weil Sandy in einer Kuppel wohnt, wo nichts rein oder rauskommt an Gasen.
SpongeBob hält hier ganz klar drei Tentakel von Thaddäus. In der nächsten Szene aber hält er alle vier. Und erneut sieht man Feuer unter Wasser. Hier nun in Form des Flatpacks von Sandy, welcher by the way ebenso unter Wasser auch nicht funktionieren kann. Junge, was sind das denn alles für Stalker? Jetzt begeht auch noch Mr. Krabs Hausfriedensbruch bei SpongeBob. Was ist denn mit den Lebewesen im Bikini Bottom los? Und apropos Mr. Krabs, man weiß ja glaube ich, dass dieser ganz schön stark ist, oder? Aber er ist doch nicht so stark, dass er die ganze krosse Krabbe in wenigen Sekunden heben kann. Vor allem, weil da noch die Küchenutensilien, die ganzen Geräte, Möbel und auch noch Fische drinne sind. Junge, Mr. Krabs ist einfach ein Tier. Vielleicht kann der SpongeBob ja ein paar Tipps geben, sodass SpongeBob die ein oder andere Muckis bekommt. Wir erinnern uns, er kann nicht mal Kuscheltiere auf einer Stange heben. Ja. Genau. Am Ende der Folge bekommen alle durch SpongeBob einen Juckreiz, welcher er sich ja durch die Segel eingefangen hat. Ich frage mich aber hier, wie Sandy auch einen Juckreiz bekommen hat. Sie hat doch einen Anzug. Das Gift der Seeigel kann Sandy nichts, wenn sie in diesem Anzug drin ist. In den ersten 10 Sekunden gibt es schon wieder Hausfriedensbruch. Junge, es gibt einfach gefühlt mehr Hausfriedensbrüche in SpongeBob als Feuer unter Wasser. Was ist denn da los? Ach so, verstehe. Du weißt gar nicht, welchen Tag wir heute haben. Mittwoch? Und heute ist Gegenteiltag. Seit dieser Folge denke ich immer noch, dass jeder Mittwoch Gegenteilstag ist. Bei wem ist es genauso? Das ist zwar nichts Unlogisches, aber dennoch habe ich das seitdem immer noch im Kopf. Bitte nach Ihnen, Mr. Thaddäus. Das ist nett, danke, Mr. Thaddäus. Warum spricht by the way Patrick so nasal, nachdem er die Nase da aufgesetzt hat? Das kann so allgemein nicht mal stimmen. Also Patrick könnte nicht mal so klingen, weil er keine Nase hat. Die Winter sind hart, die Sommer sind brutal. Im Garten treibt eine menschenfressende Muschel ihr Unwesen. Diese Muschel ist eigentlich komplett egal. Selbst wenn das so wäre, sie würde ja logischerweise nur Menschen fressen. Und in Bikini Bottom gibt es ja keine Menschen. Shiak Kazin! Warum rennt Plankton mit dem Krabbenmörder durch ganz Bikini Bottom? Der Abfalleimer ist doch genau gegenüber von der krossen Krabbe entfernt. Das würde normalerweise nicht so lange dauern. Warum tut er das? Hier sieht man ganz genau, dass SpongeBob ganz links am Rand sitzt. Neben ihm ist ein Popcorn. Aber hier ist kein Popcorn. Dafür aber ein weiterer Sitz. Wie geht das? Aha, SpongeBob kann also in 0,0 seine Hosen wechseln. Man sieht in der Strandbar, als SpongeBob diese aufgeblasene Muckis hat, dass er blaue Hosen anhat. Als Sandy ihn für einen Wettbewerb einschreibt und SpongeBob nach etlichen Sekunden von seinem Getränk loskommt und zum Anmeldeformular fliegt, hat er auf einmal seine ganz normale Hose an. Und jetzt Larry, der Hummer! Wie kann das 230 Meter sein? Der hat doch auf der exakt selben Höhe wie der davor geworfen. Sein Anker kann nicht 10 Meter weit weg sein. Da hat wohl der Schiedsrichter den Anker ordentlich zu spüren bekommen. Seit wann hat Thaddäus einen Fahrstuhl in seinem Haus? Und verdammte Axt, die begehen ja schon wieder Hausfriedensbruch. Die leben ja alle unter Wasser. Wie kann man da noch heulen? Vor allem so krass heulen, wie es Perla hier macht. Und by the way, müssten dann die Klamotten nicht von jedem nass sein, weil sie ja unter Wasser leben? Macht nicht so viel Sinn. Und nochmal by the way, warum sind hier 7 gleiche Fische im Restaurant? Ich dachte erstmal, ich sehe nicht richtig. Diese Mitarbeiter des Monatswand ist der größte Crap wirklich. Wie kann der neue Mitarbeiter des aktuellen Monats im Januar gekürt werden, wenn der Kalender davor nur bis zum 28. geht? Das wäre dann der Februar und nicht der Januar. Hier sieht nun die Mitarbeiterwand größer aus als hier. Und hier sind es 100 Bilder. Und ein paar Sekunden später hängen nicht mal 50. Und warum sind jetzt auf einmal Bilder an der Wand, wo SpongeBob als Soldat zu sehen ist? Ich check irgendwie gar nichts. Der Wecker stand doch gerade auf dem Nachttischchen links vom Bett. Wie kommt er jetzt nach rechts? Und warum zum Geier staucht SpongeBob Thaddäus und bricht wieder in sein Haus ein? Aber immerhin war ich 26 Mal hintereinander Mitarbeiter des Monats. SpongeBob kann anscheinend nicht zählen. Denn an der Wand hängen die Auszeichnungen für 43 Monate. Nicht 26 oder 27. Wie dumm müssen die beiden sein, dass sie solche Fallen nicht bemerken? Das hier zum Beispiel waren 3 Schritte von der anderen Falle entfernt. Wobei die Falle mit dem Schiff in der Flasche war echt gut. Ich frag mich nur, wie Thaddäus da rein und noch wieder rauskam. Vor allem so schnell. Woher kommt dieser breite Grill auf einmal her? Und seit wann kann Thaddäus Burger braten? Die verbrennen doch immer bei ihm. Woher hat Mr. Krabs so schnell ein Lagerfeuer machen können? Beziehungsweise von wo hat er es überhaupt her? Und warum brennt schon wieder was unter Wasser? Also die größten Verhältnisse sind in SpongeBob ja auch so ein Ding, wo man nichts mehr hinterfragen sollte. Aber es kann doch nicht sein, dass SpongeBob diesen Riesenkürbis in sein Haus hineinbekommen hat.
Der passt da doch gar nicht rein. Und vor allem ist dieser danach einfach von den Rest dieser Halloween-Folge weg gewesen. Der ist einfach despawned. Woher kommt dieser Baum jetzt her? Ey, ohne Witz, warum spawnen oder despawnen die ganze Zeit irgendwelche Sachen? Wo ist auch bei der Geistverkleidung SpongeBobs Nase hin? Ist die auch despawned? Das ist mir damals als Kind auch wirklich gar nicht aufgefallen, ne? Sandy hat vor, diesen Punsch zu trinken. Aber wie will sie das anstellen, wenn sie ein Glas um ihren Kopf hat? Wie kann sie überhaupt Nahrung zu sich nehmen, außer in ihrer Kuppel zu Hause, wo dann auch Wasser keine Rolle spielt? In solchen Fällen wird Schneckenplasma injiziert, und zwar sehr vorsichtig. Bitteschön. Und Sie machen das nicht? Nein, 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 nein. Ich bin zu zimperlich. Was ist das denn für ein Arzt, dass er dem Haustier das Medikament, beziehungsweise in diesem Fall die Spritze, nicht verabreichen möchte? Dafür hat er doch seine Ausbildung oder sein Studium gemacht. Das ist wie, als würde ein Polizist sagen, nein, ich möchte dem Passanten, während er überfallen wird, nicht helfen. Das macht man doch nicht. Der Besitzer kann das doch nicht machen, man hat doch tierische Angst, was zu vermasseln. Und deswegen gibt es ja auch den Tierarzt. Also wirklich, wenn du zu zimperlich bist, um der Schnecke diese Spritze zu geben, dann such dir einen anderen Job. Wie kann sich ein Schwamm und ein Tintenfisch in eine Schnecke verwandeln? Dieses Schneckenplasma ist echt weird. Warum bist du eigentlich nicht bei der Arbeit, SpongeBob? Ich wäre ja gerne arbeiten gegangen. Aber heute ist Sonntag, da hat die große Krabbe geschlossen. Also zuallererst müsst ihr ja, wenn SpongeBob arbeitet, ja auch Thaddeus arbeiten, weil die ja immer gemeinsam arbeiten. Zum Zweiten, er könnte sich ja freigenommen haben, aber das würde Mr. Krabs, glaube ich, gar nicht zulassen. Ich meine, wen hätte er dann, der als Kassierer für ihn einspringt? Und zum Dritten, als ob Mr. Krabs die Tür von der großen Krabbe nachts einfach so auflässt. Der hat doch ein Safe mit einer Menge Geld und der Geheimformel da drin. Plankton hätte so ja ein unfassbar leichtes Spiel. Also das macht ja wirklich auch gar keinen Sinn, dass er da 2000 Jahre in dieser Giftgekammer ist. Die würden 100 pro überall nach ihm suchen, und selbst wenn nicht, dann würde Mr. Krabs oder sonst irgendwer ihn safe nach 1 bis 2 Tagen finden. Vor allem wäre er schon lange RIP, wenn das 2000 Jahre dauern würde. Ich bin hier 0, nichts wieder draußen. Tag, Primitiver. Als Thaddeus durch SpongeTron aufgetaut wurde, nennt ihn erstmal Primitiver. Macht ja auch Sinn, er kennt ihn nicht. Aber dann auf einmal nennt ihn dann doch Thaddeus. Er sagt die Wahrheit! Natürlich sage ich die Wahrheit, Thaddeus, frag mal meine Klone. Das macht jetzt nicht ganz so viel Sinn, weil Thaddeus bis dahin seinen Namen nicht verraten hat. Der Innenarchitekt gehört verprügelt. Aha, was ist das? Wir merken uns mal, dass oben Future und unten Pass steht. Aha, hier steht auf einmal oben Past und unten Future. Und 5 Sekunden später steht nichts mehr da. Kurz random Frage für nebenbei. Was passiert eigentlich, wenn, warum auch immer, dieses Glasdingens von Sandy kaputt geht? Ist sie dann sofort oder nach ein paar Minuten Trip? Hat sie noch 50 weitere von diesen Dingern oder wie läuft das? Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass das einzige ist, diese einzige Kuppel ist, die sie hat, und sie nie und nimmer irgendwie gestolpert ist oder sonst irgendwas, dass es nie kaputt gegangen ist. Alleine hier beim Karate kann doch so viel passieren. Wie zum Beispiel das. Oh mein Gott, so isst oder trinkt sie? Jetzt haben wir die Antwort dafür, wobei das wahrscheinlich nur mit kleinen Essen und kleineren Getränken möglich ist. Größere Getränke und großes Essen dürfte so nicht möglich sein. Ja, ihr seht richtig. Ein Fisch angelt. Ihr fragt euch jetzt, was könnte ein Fisch angeln? Und warum sollte ein Fisch unter Wasser angeln? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch ehrlich gesagt lieber nicht wissen. Das ist, glaube ich, ein sehr weirder Gedanke. Warum unterschrieb bei dem Führerschein Mr. Krabs, der ja Eugene Krabs heißt, mit Mr. Krabs? Man müsste ja mit Vor- und Zunamen oder Anfangsbuchstabe des Vornamens und Nachname oder nur Nachname unterschreiben. Warum bist du? Selbst auf seinem Führerschein oben steht Mr. Krabs. Das ist doch bei keinem so. Also neben der Tatsache, dass ein Kühlschrank unter Wasser ebenfalls nicht funktionieren würde, kann es doch genauso nicht sein, dass innerhalb von einer Nacht bzw. mehreren Stunden das ganze Haus komplett einfriert. Mrs. Parf predigte ja öfter ein Vorbild zu sein, während man ein Boot fährt. Es beginnt zum Beispiel damit, dass man sich anschnallen soll, bevor man losfährt. Alles richtig. Doch hier sieht man dann, dass sie es selber nicht mal macht und danach einen Unfall hat. Kein Wunder, dass SpongeBob seinen Führerschein nicht bekommt, wenn seine Fahrlehrerin die Regeln selbst nicht mal einhält und ihnen nur die Basics, wie zum Beispiel die hier, beibringt. Rot bedeutet anhalten, grün bedeutet losfahren. Wie unsicher ist auch bitte dieses Riesenrad? Vielleicht nicht für Patrick, aber auf jeden Fall für SpongeBob. Er kann da easy runterfallen und dann wäre es das im schlimmsten Fall für ihn gewesen. Und wie man sieht, ist scheinbar alles an diesem Rummelplatz auch unsicher. Selbst die Achterbahn. Hast du einen guten Witz auf Lager, Papierchen? Was passiert mit dem Papier, das in den Ozean fällt? Weiß nicht, was passiert mit dem Papier, das in den Ozean fällt. Es wird pitschepatsche nass. Das ist einfach so funny, wie hier mit der Unterwasserlogik gespielt wird. Das Papier wäre klitschenass, aber es ist einfach nicht klitschenass.
Thaddäus gab SpongeBob alles für das kleine Stück Papier, außer sein Hemd. Doch warum holt er sich nicht einfach ein neues Bonbon und hat dann somit sein eigenes Stückchen Papier? Wäre doch viel schlauer gewesen, als sein Haus, seine Möbel und alles Mögliche SpongeBob für dieses Stückchen Papier zu geben. Ich bin dran! Eine 5! Patrick kann wohl nicht zählen. Eigentlich wäre die Figur hier und nicht ein Step vorher. Also je nachdem, wie man das hier definieren kann. Aber selbst wenn das hier links stehen würde, müsste die Figur hier stehen. Und wenn die Figur eher rechts stand, dann wäre sie dort. Ich bin dran. 1, 2, 3, 4. Herr SpongeBob kann auch nicht zählen. Das waren doch keine 4 Felder. Man könnte meinen, der Einzige, der rechts spielt, ist Mr. Krabs. Wobei er ja jetzt das erste Mal gewürfelt hat und da schon bei Feld 2 stand. Aha, das sind doch alles Schlummler, ey. Und by the way, was ist das überhaupt für ein Spiel, wo man automatisch gewinnt, wenn man einfach eine Karte ziehen muss, wo steht, dass man den Schatz ausgraben darf? Das ist doch einfach nur Bullshit, oder nicht? Junge, Mr. Krabs ist nicht nur ein Schummler, sondern auch ein Stalker. Der ist so süchtig nach diesem Spiel, dass er einfach als SpongeBob zu Hause eingebrochen ist und das Ganze da aufgebaut hat, um weiterzuspielen. Wie krank ist das denn, Junge? Ey Leute, könnt ihr bitte zählen, wie oft hier einfach Hausfriedensbruch begangen wird? Jetzt ernsthaft, das ist doch nicht mehr normal. Wie konnten sie dieses X nicht sehen? Die sind vom Zelt vielleicht 15 bis 20 Schritte zurückgelaufen. Da hätte man dieses fette rot markierte X doch sehen können. Ist jetzt auch nicht so, als ob das jetzt hinterm Berg oder so war. Die sind ja auch hier nur rückwärts gelaufen. Welcher Bus fährt denn einfach weg? Obwohl da jemand an der Haltestelle wartet. Man sieht doch, SpongeBob wartet da. Bindet sich nur seine Schuhe. Und der Busfahrer wartet nicht mal 10 Sekunden. Ja, er fährt einfach weg, wie jeder andere auch. Der göttliche Burgerbrater muss, Linkshänder sein. Ich habe sogar 2 davon. SpongeBob mag ja alles sein, aber er ist niemals bald Linkshänder. In der zur Schnecke gemacht Folge sagt er, dass er Rechtshänder ist, aber eigentlich ist er ja, wie man weiß, Beidhänder. Das ist alles irgendwie verwirrend. Naja, was er auf jeden Fall nicht ist, ist bald linkshändig. Das ist so 100% falsch. Und er hat neun Feuer, was gezeigt wird. Aber Moment, seit wann benutzt SpongeBob denn ein Lagerfeuer, um seine Buletten zu grillen? Wenn Neptun ein Grill spendiert bekommt, dann sollte SpongeBob doch ebenfalls einen erhalten, das wäre doch nur fair. Dieser Haken sieht doch viel größer aus als dieser Haken, das ist aber derselbe. Da wurde also wieder mit Größen experimentiert. Oh, by the way, wie kann bitte Thaddäus aus der großen Krabbe SpongeBob am Haken haben? Er befindet sich ja im Gebäude, das müsste man dann ja sehen. Und außerdem sieht am Ende die Angelroute nicht so aus, als ob man sie so weit ausfahren kann. Yeah. Kommt mein Preis bald hier an. Mein Preis! Ich bin echt erstaunt, wie schnell die Busfahrer und auch Postboten im Bikini Bottom doch sind. SpongeBob gewinnt bei einem Preisausschreiben von Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Und der Postbote bzw. Paketbote ist nach einer Sekunde sofort nach der Bekanntgabe da. Wie auch immer er in SpongeBobs Haus gelangt ist. Keine Ahnung. Freunde, das war's. Wir haben alle Folgen durch. Das war ein langes Projekt und falls es wirklich Menschen gibt, die sich das Ganze bis hierhin angeguckt haben, dann schreibt bitte einen Ananas-Emoji in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, habt noch einen nice'n Tag und haut da rein.